Lieben, ich freue mich auf dieses Video schon seit einiger Zeit. Und zwar möchte ich euch heute verschiedene BB-Creams im Test zeigen. Ich habe dafür ein paar verschiedene Marken jetzt erst ansammeln müssen natürlich. Ja, BB-Creams gibt es glaube ich seit 2012 sind die so richtig der Renner. Ist quasi eine Mischung aus Pflege, also so eine Art getönte Tagescreme, also hat man früher gesagt, und Make-up. Und ich habe jetzt verschiedene Marken mir entweder gekauft bzw. ertauscht in verschiedenen Gruppen. Und zwar, angefangen habe ich mit dieser hier von Garnier. Das ist die matte Pflege und zwar in der Farbe Hell. Und zwar nennt die sich Miracle Skin Perfecte. Und das ist eine All-in-One BB-Cream mit Matt-Effekt für fettige und Mischhaut. Und mit der komme ich super klar. Die kostet um die 9 Euro, gibt es bei DM und auch bei Rossmann. 40 Milliliter enthält diese Tube. Ich komme damit jetzt schon seit, wann habe ich sie geholt? Ich glaube im Dezember 2012. Und ich habe sie fast täglich benutzt. Das heißt, ich komme damit jetzt schon ein halbes Jahr lang aus. Und da ist immer noch was drin. Also ich denke, die ist jetzt noch so voll circa. Gut ein Drittel ist noch drin. Und die verwende ich also immer morgens nach dem Reinigen des Gesichtes. Preislich liegt die bei um die 10, ja ich habe sie jetzt im Angebot gekauft, ich glaube für 9,50 Euro, 10 bis 11 Euro kostet die. Kann man aber auch testen bei Rossmann. Das heißt, ich habe die vorher auf der Hand geswatcht, geguckt, wie die Farbe mir ja, so gefällt oder ob die Farbe überhaupt zu mir passt. Zudem hat mir die noch eine Freundin empfohlen, die liebe Pink Smile 1988. Grüße an dich, die eine ähnliche Hautfarbe hat auch wie ich. Und ja, da bin ich dann sofort drauf angesprungen und habe mir die eben auch geholt und bin damit wirklich sehr zufrieden. Jetzt wollte ich aber gern wissen, wie im Verhältnis dazu andere BB-Creams abschneiden. Auch natürlich vielleicht, um ein paar Euro zu sparen, weil ich sag mal, 11 Euro ist natürlich jetzt auch ein stolzer Preis. Aber ich muss sagen, die ist auch wirklich ihr Geld wert, vor allem, weil sie natürlich so lange hält auch. Ne? Und zwar gibt es von Garnier, habe ich gesehen, auch noch diese weitere hier. Und zwar ist das, ich glaube, das war auch die erste, die rauskam von Garnier. Auch eine All-in-One BB Cream. 5 in 1 und auch die Farbe Light, also auch die helle Variante. Und das ist dieser normale Miracle Skin Perfekte ohne diesen Matt-Effekt. Die Tube sieht natürlich auch etwas anders aus. Ich stehe jetzt gar nicht drauf, welche 5 Funktionen die jeden Tag erfüllen soll. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Die ist in Deutschland hergestellt und 50 Milliliter sind da enthalten. Ich glaube, die ist preislich etwas günstiger. Ich glaube, die kostet um die 8 Euro. Dann habe ich mir ertauscht in einer Facebook-Gruppe diese hier von Nivea. Die habe ich jetzt auch schon öfter bei DM gesehen, weil die direkt neben den von Garnier steht. Die kostet um die 7 Euro. Da habe ich gedacht, gut, ist schon mal ein paar Euro günstiger. Da sind auch 50 Milliliter drin. Und das ist auch wieder die Variante Hell. Die hat jetzt Lichtschutzfaktor 10 und verspricht auch makellosen Teint mit angereicherten Mineralien und Hydra-IQ und spendet natürlich auch Feuchtigkeit. 50 Milliliter hatte ich glaube ich schon gesagt. Dann habe ich jetzt gesehen, bei Rossmann gibt es auch eine von dieser Eigenmarke von Reval de Loop. Die habe ich mir jetzt selbst gekauft. Die kostet um die 3 Euro, also wirklich, ich glaube, das günstigste Produkt jetzt hier im Test. Da sind auch wieder drin 50 Milliliter, auch 5 in 1 mit Hyaluronsäure und Koffein und die hat Lichtschutzfaktor 15. Und das ist auch wieder heller bis mittlerer Hauttyp. Also da habe ich darauf geachtet, dass das ungefähr alle so die selben Ausgangsprodukte sind. Und das letzte, also wir haben jetzt schon 4, das letzte Produkt ist von AOC, die BB Cream. Die habe ich auch wieder ertauscht, verspricht auch 5 in 1, auch wieder die Farbe hell, geeignet für jeden Hauttyp. Die soll kaschieren, straffen, Feuchtigkeit spenden und für ein makelloses Hautbild und strahlenden Teint sorgen. Und da sind drin auch 50 Milliliter, ich glaube. Ja, bis auf jetzt hier diese erste von Garnier. Haben die alle 50 Milliliter. Bei der auch müsste ich nochmal nachschauen, da weiß ich den Preis jetzt nicht aus dem Kopf, weil ich sie eben ertauscht habe. Und die Tube sieht so aus. So, ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich euch die alle nebeneinander mal swatche, euch so ein bisschen die Konsistenz beschreibe und dann nachher auch nochmal die Farbresultate vergleiche. Ich zeige euch jetzt mal eben so meinen Arm.
Also relativ helle Haut mit diesen ja, komischen Poren hier leider. Ich denke mal, jetzt durch Sonnenbaden wird das wieder etwas ja, zurückgehen. Und ich fange an mit der auch BB-Cream. Also einen kleinen Tupfer. Also ich sag mal, man vertut sich. Ich habe am Anfang natürlich auch von der Garnier BB Cream viel zu viel genommen, weil ich das so kannte vom Make-up früher, ordentlich eine Schicht drauf verteilen. Aber die lässt sich super gut verteilen und man braucht gar nicht so viel. Also die ist wirklich relativ schnell deckend und ja, man vertut sich. Also am Anfang sollte, wenn man beginnt mit BB Cream, sollte man erstmal mit ganz wenig anfangen und dann eher nochmal was nachlegen, als sofort zu viel zu nehmen. So, die von AUG trage ich jetzt hier auf. Dauert natürlich im Moment. Ich habe jetzt hier auch, glaube ich, schon wieder zu viel genommen. Also irgendwie. Die riecht sehr frisch, fällt mir als erstes auf. Die lässt sich auch sehr gut verteilen. Und im ersten Eindruck kommt die auch etwas dunkel daher. Ich weiß nicht, man sieht das wahrscheinlich relativ. Ja doch, man kann es ganz gut sehen. Also hier dieser komplette Fleck ist jetzt quasi die BB-Cream. Also schon, ich würde mal sagen, für meinen Hauttyp jetzt etwas zu dunkel. Ich werde jetzt im Vergleich dazu nochmal hier meine Standard-BB-Cream auftragen. Da oben. Danach könnt ihr natürlich auch entscheiden, wenn ihr einen von denen schon mal kennt und vielleicht nicht zufrieden seid, könnt ihr nochmal gucken, welches heller oder welches dunkler als das Produkt, was ihr verwendet. Und vielleicht, wenn es eine von denen nicht so als Tester gibt bei euch, könnt ihr euch ja, so ein bisschen zusammenreimen, welche dann für euch geeigneter ist. So, hier. Hat, glaube ich, gar nicht so einen starken Eigengeruch. Also das jetzt von der AUG, ja, von der AUG kommt da irgendwie noch so ein Geruch rüber. So, ich zeige euch die jetzt auch nochmal im direkten Vergleich. Also hier vorne, das ist die Garnier. Und hier, wo das so dunkler ist, das ist jetzt die AUG. Also ich muss sagen, hier, die sieht natürlich, passt natürlich viel perfekter jetzt zu meinem Hautbild im Vergleich. Das heißt, mir wäre die von AUG jetzt schon fast zu dunkel. Ich mache weiter mit der von Revival Loop. Das günstigste Produkt jetzt im Test. Ich hoffe, da erstmal eine ganz kleine Menge. Die ist relativ fest. Die lässt sich nicht ganz so gut verstreichen wie die beiden Vorgänger. Da muss ich jetzt auch noch ein bisschen mehr nehmen. Die von Garnier ist immer relativ flüssig. Also vertut euch da nicht. Da kommt ordentlich was rausgeschossen aus der Packung. Also da muss man schon etwas länger streichen, um die gut zu verteilen, weil die eben so sehr fest ist. Aber von der Farbe her gefällt die mir schon wieder besser als die AUG. Also ist vergleichbar, würde ich sagen, mit der Garnier. Der Geruch ist auch sehr angenehm. Also ich muss sagen, nicht ganz so frisch wie der jetzt von der AUG, aber auch okay. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Also das hier ist die Garnier. Das ist die AUG und hier ist jetzt ist ein bisschen gelblich leider, so ein bisschen gelbstichig. Das ist jetzt die von Revival Loop, von der Eigenmarke. Also mir wäre die jetzt auch ein bisschen zu gelbstichig. Dann geht es weiter mit der Garnier. Mit dem nicht unbedingt Matt-Effekt. Ja, jetzt habe ich die hier auch ein bisschen über die Revival Loop drüber geschmiert, naja. Oh ja, die ist auch wieder sehr gut. Also die gefällt mir genauso gut wie auch die andere von Garnier. Ich zeige euch das nochmal im Vergleich. Das ist jetzt hier die Garnier. Ich muss sie noch ein bisschen mehr verteilen. Aber die kommt meinem eigenen Hautton. Hier sieht man die nochmal auch am ehesten nahe. Hier zwischendurch ist noch so ein bisschen unbeschmierte Haut. Hier die ist natürlich viel zu dunkel. Die ist viel zu gelbstichig. Und hier die sieht man kaum noch. Also ganz gut. Und dann habe ich als letztes hier noch die von Nivea. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die hier noch hinpacken soll. Mein Arm ist zu kurz. Hilfe. Sind wir relativ weit hier oben. Habe ich hier schon den Oberarm voll. Ja,
die hat so einen leichten Porzellaneffekt, finde ich jetzt persönlich. Schaut mal, also die ist relativ glänzend im Vergleich zu den anderen. Mal ein bisschen aus der Entfernung, hier oben ist jetzt die von Nivea, aber ansonsten bin ich mit der auch sehr zufrieden. Die riecht so typisch nach Nivea, irgendwie auch nach den Cremes. Und jetzt so im normalen Licht würde ich wirklich sagen, also sie verändern sich alle noch so ein bisschen. Die eine dunkelt nach, die andere schwächt ein bisschen ab. Aber ich muss sagen, also so gar nicht zufrieden bin ich eigentlich mit der AUG, weil die ist viel zu dunkel für meinen Hauttyp, obwohl das die Variante hell ist. Also da möchte ich nicht die für dunkel sehen. Die wird wahrscheinlich auch relativ günstig sein im Verhältnis, aber nee, die gefällt mir so gar nicht. Dann die Revival Loop ist wirklich sehr fest. Finde ich daher auch nicht ganz so angenehm beim Auftragen. Von der Farbe her muss ich sagen, kommt die der Garnier schon sehr nah, aber ist halt nicht so. Ja, wenn es morgens schnell gehen muss, und bei mir muss es immer schnell gehen, habe ich keine Zeit, irgendwie stundenlang rumzuschmieren, dass es irgendwie einheitlich aussieht. Von daher ist zwar sehr günstig, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ja, mein kleines Highlight bleibt natürlich jetzt hier diese matte Variante, wobei mir die genauso gut gefällt. Wobei die wahrscheinlich preislich sehr nah beieinander liegen und dann würde ich doch eher zu dieser hier tendieren, auch wenn da ein bisschen weniger drin ist, weil sie natürlich diesen Anti-Matt-Effekt noch mal ein bisschen mehr hat als jetzt diese normale. Und wovon ich sehr überrascht bin, ist jetzt hier von der Nivea. Für 7,50 Euro, glaube ich, haut die mich auch ziemlich vom Hocker. Also ich muss sagen, vom Farbresultat, jetzt, ich kann ja immer nur von meinem Hautbild sprechen, aber zu meiner Hautfarbe passt die sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt noch immer 3 BB-Creams, die ich verwenden werde, jetzt abwechselnd. Vielleicht auch, ja, je nach, ja, wie sich meine Haut jetzt noch verändert. Ich sag mal, jetzt, wo die Sonne endlich mal da ist, wird sich ja auch noch so ein bisschen Bräune einschleichen wahrscheinlich. Dann werde ich nochmal gucken, ob mir vielleicht dann doch diese AUG besser passt vom Farbergebnis her. Also ich werde sie auf keinen Fall wegschmeißen. Aber jetzt gerade für diese Jahreszeit oder für mein jetziges Hautbild ist sie halt ja, weniger geeignet leider. Ja, und Revival de Loop muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ob die vielleicht nochmal jemand anders testen möchte, ob ich die weiter verschenke, ob ich die vielleicht vertausche in den Gruppen. Da muss ich mal schauen, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Weil die natürlich für 3 Euro wirklich ein Spitzenreiter ist. Also kann man wirklich nicht sagen. Nur der, ja, vom Auftrag her, bei mir ist immer wichtig, es muss schnell gehen. Ich hasse sowieso Eincreme. Und wenn ich dann noch stundenlang ja, beschäftigt bin, da habe ich dann keinen Bock mehr. Ich habe es jetzt schon mal so gemacht, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie wirklich Pickel hatte oder irgendwie Auffälligkeiten, ich habe mich hier letztens zum Beispiel an einer Wärmflasche verbrannt und habe hier so eine, ja, so ein Brandmal, sieht man glaube ich immer noch so ein bisschen, hier ist das. Dann habe ich es auch schon mal so gemacht, dass ich über die BB-Creme auch noch so ein leichtes Puder, also jetzt nichts stark Deckendes, aber so ein ganz leichtes Puder noch auftrage, um eben noch so ein bisschen, hier oben sieht man schon so einen leichten Glanz, um immer noch so ein bisschen mehr zu mattieren. Aber das könnt ihr euch ja selber aussuchen oder vielleicht habt ihr euch da schon eure, ja, Routine eingestellt mit den BB-Creams, wie ihr da verwendet. Ja, vielleicht schreibt ihr mir einfach, welches euer Highlight ist, welches euer Lieblings-BB-Cream ist, was ihr von dem Video haltet. Und ja, über Videoantworten freue ich mich natürlich auch. Bis dann. Tschüss.